Liebe Mitfeiernde über Livestream mit den Schwestern im Kloster Notkaseck verbunden, wir heißen Sie ganz herzlich zur Eucharistiefeier willkommen. Die Jünger begleiten Jesus, sie erleben ihn, sie sind in sein Leben hineingenommen, integriert. Sie sind mit ihm unterwegs und sehen, wie er handelt. Sie sehen, wie er reagiert, wie er heilt, wie er Gutes tut. Und sie erleben ihn auch betend. Oder sie erleben ihn, wenn er zurückkommt vom Beten. Und es scheint sie zu berühren, was sie sehen. Sie spüren, dass eine ganz besondere Beziehung zwischen Gott, dem Vater, und Jesus, seinem Sohn, ist. Es ist eine Beziehung, aus der heraus er lebt und handelt. Und ganz natürlich ist es als Schüler, dass sie ihn fragen und sagen, Jesus, lehre uns beten. Und Jesus beginnt mit dem Vater unser. Er lehrt sie das Herzensgebet, was in der Christenheit uns vereint, was uns trägt und was unser Herz bildet und prägt. In diesem Sinne lassen wir uns immer wieder von Jesus beschenken, der ja nichts anderes möchte als unser Heil, unsere Liebe, uns an sich zu ziehen und so zum Vater zu bringen. Stärken wir uns am Tisch des Herrn, nähren wir uns an seinen Worten, denn er möchte mit uns sein, der Ich bin da. Eine segensvolle Andacht und einen ganz schönen Abend. O Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein. Ich will dich rühmen, mein Gott und König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Ich will dich preisen Tag für Tag und deinen Namen loben immer und ewig.
Groß ist der Herr und hoch zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Sie sollen vom herrlichen Glanz deiner Hoheit reden. Ich will deine Wunder besingen. Sie sollen sprechen von der Gewalt deiner erschreckenden Taten. Ich will von deinen großen Taten berichten. Sie sollen die Erinnerung an deine große Güte wecken und über deine Gerechtigkeit jubeln. Der Herr ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade. Der Herr ist gütig zu allen. Sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. Sie sollen von der Herrlichkeit deines Königtums reden, sollen sprechen von deiner Macht, den Menschen deine machtvollen Taten verkünden und den herrlichen Glanz deines Königtums. Dein Königtum ist ein Königtum für ewige Zeiten. Deine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein. Meine Seele preise den Herrn. Der Herr ist treu in all seinen Worten, voll Huld in all seinen Taten. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Gerecht ist der Herr in allem, was er tut, voll Huld in all seinen Werken. Denn der Herr ist allen, die ihn angerufen haben, allen, die zu ihm aufrichtig rufen. Die Wünsche derer, die ihn fürchten, erfüllt er. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Mein Mund verkünde das Lob des Herrn. Alles, was lebt, preise seinen heiligen Namen immer und ewig. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Meine Seele preise den Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, viele Ordensgemeinschaften haben ein Hingabegebet. Eines der berühmtesten ist das Gebet des heiligen Ignatius von Loyola. Bei den Exerzitien lässt er den Exerzitanten beten: Herr, nimm alles von mir. Nein, das ist etwas anderes. Aber auch das wird noch kommen. Herr, nimm und übernimm meine ganze Freiheit, meinen Willen, meinen Verstand, meine Vernunft, alles, was ich bin und habe,
wende ich zu dir zurück. Nur deine Liebe und Gnade schenke mir. Das ist für mich genug. Und eines der berühmtesten Hingabegebete ist wohl das von Bruder Klaus. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. In der Lesung werden wir hören, dass auch dem heiligen Paulus die Hingabe an Jesus Christus ganz wichtig und entscheidend war. Wir wollen jetzt uns besinnen und Gott um sein Erbarmen bitten. Der gütige Gott, erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Amen. Lasset uns beten. Gott, du hast den heiligen Dionysius und seine Gefährten gesandt, in Gallien deine Macht und Größe zu verkünden und ihnen die Kraft zum Martyrium gegeben. Gib, dass wir über dem Irdischen stehen und keine Verfolgung fürchten, sondern im Leben und Sterben auf dich schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Brief an die Galater. Paulus schreibt: Denn ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Ich missachte die Gnade Gottes in keiner Weise, denn käme die Gerechtigkeit durch das Gesetz, so wäre Christus vergeblich gestorben. Wort des lebendigen Gottes. Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Und es geschah, Jesus betete einmal an einem Ort. Als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Bitte Platz nehmen. Liebe Schwestern und Brüder, Paulus hat in seinem Brief an die Galater seine Rede an Petrus zitiert und hat sie gestern auch beendet. In diesem Brief bringt er zum Ausdruck, dass er nicht einverstanden ist, dass die Galater durch die Verdreher des Evangeliums nun auch sich beschneiden lassen wollten. An sich kein großes Ding, aber Paulus ist als Theologe total dagegen, weil er darin eine Verdunkelung des Evangeliums sieht. Und hier sagt in der heutigen Lesung sagt Paulus nicht so, wie es hier steht: Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, sondern er sagt: Unter dem Gesetz bin ich in der Sicht des Gesetzes gestorben. Denn nicht nur für Paulus, sondern für jeden Juden ist das Gesetz heilig. Aber das Gesetz kann eines nicht. Das Gesetz kann Sünden nicht vergeben. Das Gesetz sagt dem Menschen, was der Wille Gottes ist, sagt ihm auch klar, was Sünde ist, was für das Tun des Willen Gottes verheißen wird und warnt vor der Sünde. Und das Gesetz sagt dem Juden: Du bist ein Sünder, du musst sterben. Du brauchst die Vergebung. Aber die Vergebung kann nicht das Gesetz geben, die Vergebung muss woanders herkommen. Und wir wissen, woher uns die Vergebung zukommt. Sie kommt uns von Jesus Christus zu, von seinem Tod am Kreuz. Und Paulus sagt: Ich habe diese Gerechtmachung, die Vergebung der Sünden durch Gottes Liebe in Jesus Christus erfahren. Paulus hat bei seiner Begegnung mit Jesus vor Damaskus schon vieles erlebt,
aber auch danach in Damaskus, aber auch in der arabischen Wüste. Und dort ist ihm wahrscheinlich bewusst geworden, was Jesu Tod am Kreuz für ihn und für alle Menschen bedeutet. Und so sagt er auch: Ich bin mit Christus mitgekreuzigt. Und das ist natürlich im übertragenen Sinn zu verstehen. Vielleicht hat Paulus an all das gedacht, was die Menschen bewogen hat, Jesus zu kreuzigen. All das Unrecht, all die Schuld, die sie auf sich gelassen haben. Wegen Stolz, wegen Neid, wegen Hass, wegen Habsucht, wegen Ehrsucht und so weiter. Und vielleicht hat Paulus gesehen, dass auch er diese Schuld auf sich geladen hat und hat diese seine Schuld bereut. Und Gott hat seine Reue angenommen. Und wahrscheinlich ist Paulus mit Jesus auch seinen Weg solidarisch mitgegangen bis ans Kreuz. Paulus sagt, von nun an, nach dieser Gerechtmachung, lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wie ist das zu verstehen? Paulus hat von nun an nicht mehr selbstherrlich über sein Leben bestimmt, sondern hat die Führung über sein Leben Jesus überlassen. Und er war überzeugt, dass er, so wie es Johannes der Täufer gesagt hat, klein werden muss, damit Jesus in ihm wachsen kann. Und schließlich hat Jesus den Paulus nicht beiseite geschoben, aber er ist für Paulus zu seiner Lebensgrundlage geworden, von der her Paulus geredet und gehandelt hat. Und Paulus hat sein ganzes Leben lang in Gemeinschaft mit Gott und seinem Sohn gelebt, war ein Hörender auf den Willen Gottes und hat, so gut er konnte, Gottes Willen auch gehört und befolgt. Am Ende sagt er dann, er hat die Gnade Gottes nicht beiseite geschoben. Er hat das Gesetz geachtet und achtet es immer noch. Aber seine Gnade und Liebe kommt von der Gerechtmachung Gottes, vom Kreuzestod Jesu Christi. Paulus hat also den Galatern klargemacht, dass sie keine Beschneidung brauchen, dass das Heil, die Rettung durch Jesus Christus genügt. Im Evangelium haben wir das Vaterunser nach Lukas gehört und vielleicht waren Sie überrascht bei der Brotbitte. Da heißt es eben nicht, und gib uns heute unser tägliches Brot, sondern da heißt es, gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. In der Originalform hat es noch anders gelautet, nämlich, gib uns heute das Brot für den kommenden Tag. Und jetzt verstehen wir, dass die offiziellen Fassungen des Vaterunsers überall auf der Welt diese ursprüngliche Form nicht genommen haben, weil es irreführend sein könnte. Für den Juden freilich war das nicht irreführend, denn wir wissen,
dass für die Juden der Sabbat mit dem Sonnenuntergang am Freitag beginnt. Und so meint diese Brotbitte: Gib uns heute Abend das Brot für den kommenden Tag. Und der kommende Tag hat ja schon mit dem Sonnenuntergang begonnen und nicht erst um Mitternacht oder am nächsten Tag in der Früh. Das Vaterunser ist ein Gebet der Jünger Jesu. Und somit ist es ein Gebet von uns allen, weil auch wir als Jünger gesandt sind, die frohe Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Jesus hat seine Jünger ausgeschickt, ohne Stock, ohne Butterbrot, ohne ein zweites Hemd, ohne Geld. Sie sollten ganz allein auf Gottes Vorsehung vertrauen. Aber nicht nur das. Es hat zur Zeit der Jüngeraussendung in ganz Israel schon Sympathisanten Jesu gegeben, Familien, die die Boten Jesu aufgenommen haben und die ihnen zu essen gegeben haben und ihnen auch eine Schlafstätte zur Verfügung gestellt haben. Und diese Erfahrung dieses Miteinanders, das Frieden bringt, ist für das Neue, das Jesus in die Welt gebracht hat, für das Reich Gottes ganz entscheidend. Und wenn wir einmal den Blick von uns selber abwenden und nach China oder in den Irak oder in Länder Afrikas schauen, wo Christen verfolgt sind, da ist diese Brotbitte, die ja nicht nur für den Brotfladen steht, sondern für christliche Solidarität sehr wichtig, dass nämlich Christen einander helfen und unterstützen und füreinander da sind. Und auch bei uns wird sich in den nächsten Jahren vieles ändern, wenn wir Christen in der Minderheit sind, wenn Menschen mit dem Christentum nichts mehr anfangen können, keine Ahnung vom Evangelium haben, dann werden auch wir Christen enger zusammenrücken. Die Solidarität unter uns wird größer werden, das einander helfen und unterstützen und auch unser Lebensstil wird ein anderer werden als Christus. Als Christen. So ist diese Brotbitte die Bitte der Jünger und Jüngerinnen und ist für uns eine Aufgabe hier und heute. Zu Jesus Christus, dem guten Hirten, der sein Leben für seine Schafe gab, wollen wir beten. Für die Kirche von Paris und alle Gläubigen in Frankreich, dass sie dir in Treue nachfolgen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Politiker, dass sie die christliche Erziehung der Kinder nicht erschweren.
Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die um des Glaubens willen leiden müssen, dass ihre Bedrängnis zur Festigung des Glaubens beiträgt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Gottesdienstgemeinde, dass unser Leben bestätigt, was wir im Glauben bekennen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, die Fürsprache des heiligen Märtyrers Dionysius und seiner Gefährten, helfe uns, dir im Leben und Sterben verbunden zu bleiben, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Herr und Gott, nimm unsere Gaben an, die wir am Fest deiner Märtyrer darbringen. Tilge unsere Sünden durch dieses heilige Opfer und führe uns näher zu dir. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. Im Martyrium des heiligen Dionysius und seiner Gefährten offenbarst du das Wunder deiner Gnade. Denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Sie sind Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und haben ihr Blut vergossen als Zeugen des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus.
Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Markus und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordensleuten und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Dionysius und seinen Gefährten und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Wenn wir jetzt das Vaterunser beten, denken wir daran, es ist das Gebet der Jünger, die Jesus aussendet, um Kunde zu bringen von der Gottesherrschaft, vom Reich Gottes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, dann erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen
und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Verweigerungen, sondern auf den Glauben unserer Schwestern und Brüder und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Seele gesund. Es gibt keine größere Liebe als die, wenn einer sein Leben gibt für seine Freunde. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns mit dem heiligen Brot genährt und in Jesus Christus zu einem Leib verbunden. Er hat uns zuerst geliebt. Gib, dass uns nichts von seiner Liebe trenne und wir auf seine Liebe eine liebende Antwort geben. Nach dem Beispiel der heiligen Märtyrer Dionysius und seiner Gefährten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es begleite euch der gütige und gnädige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin und bringet Frieden. Amen.